Und auch bei unserer letzten Erfindung wird das jetzt noch mal kochig, bratig und auch ein Stück weit grillig. Mein Name ist Christian Battel, ich bin 41 Jahre alt, komme aus dem kleinen Dorf Hengsbach, das liegt zwischen Kaiserslautern und Saarbrücken. Ich bin studierter Diplom-Fitnessökonom und ich habe den Scotty erfunden. Das Herzstück in Christians Haus ist eine selbstgebaute Holzhütte. Das Stelzenhaus habe ich gebaut als ein Hütchen für meine Kinder. Dort spielen die, dort schnitzen die. Dann habe ich da noch eine Sauna-Funktion mit reingebaut. Es ist ein multifunktionales Gimmick in unserem Haushalt und wird täglich benutzt. Der zweifache Familienvater liebt die Natur und ist oft mit seinem Boot auf dem See anzutreffen. Ich bin ein Waldmensch. Angeln ist für mich letztendlich eine Passion. Das hilft mir runterzukommen. Das hilft mir einfach auch, mal die Gedanken schweifen zu lassen. Wenn ich einen Fisch angle, ist das für mich Nahrung. Es könnte alles so schön sein, gäbe es da nicht ein brennendes Problem. Ich bekam immer wieder Probleme beim Angeln wegen normalem kleinen Holzfeuerchen. So kam das Ordnungsamt oder auch schon mal die Polizei. Und das war für mich quasi die Initialzündung, eben einen zerlegbaren Gasgrill mir anzuschaffen. Und als ich das kaufen wollte, habe ich festgestellt, dass es das weltweit nicht gibt. Deshalb macht sich der gelernte Fitnessökonom selber an die Arbeit. Scotty ist ein Multitool-Grill. Es ist der erste zerlegbare Gasgrill der Welt zum einen. Er ist aber auch eine Holzfeuerschale, er ist ein Holzkohlegrill. Ich kann ja eine Wanderkartusche genauso anschließen wie eine große Propanflasche. Und insofern ist es ein treuer Partner für überall zu grillen. Der Name der Erfindung hat einen ganz besonderen Hintergrund. Scotty ist ein alter Hund von uns zu Hause. Es war ein super lieber Yachtterrier, unseren Grill. Den soll man gerne mitnehmen. Scotty, unser Hund, habe ich auch immer gerne dabei gehabt. Insofern passt das wunderbar zusammen. Ja, es passt sehr gut und es passt vor allen Dingen auch ins Handgepäck. Herzlich willkommen an den Erfinder von Scotty, ist Christian Battel. Ja, mein Name ist Christian Battel und ich habe den ersten komplett zerlegbaren Gasgrill der Welt entwickelt. Der heißt Scotty, wiegt 3 Kilo und was der kann, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar haben wir ihn... Das ist der gesamte Grill, da ist er drin. Passt in jeden 25-Liter Rucksack und ist als... Ich sag mal, ein bisschen geübten Händen unter einer Minute zusammengebaut. Scotty ist komplett aus Edelstahl, unzerstörbar, für mehrere Generationen gebaut. Mir war sehr wichtig bei der Entwicklung, dass es wirklich auch ein Stück weit eine Art Antikonsumprodukt ist. Wir brauchen keine weiteren Dinge für Scotty. Scotty ist tatsächlich so, wie er in seiner Tasche ist, plus Gaskartusche, einsatzfertig, einsatzbereit und an jedem Ort. Soweit ein treuer Partner für was Gutes zu grillen. Scotty ist auch eine Holzfeuerschale, also auch eine Holzkohlegrill. Jetzt ist die Gaseinheit nicht drin. Das wäre jetzt soweit dieser erste Bauschritt. Als nächstes holen wir hier aus den Innentaschen einmal das Brennerrohr. Das Brennerrohr ist 2,5 kW stark, für einen DIN A4 Grill wirklich sehr stark übermotorisiert. Das hat deswegen den Grund, weil wir hier ohne Deckel arbeiten und natürlich im Gelände auch dann entsprechend mehr Power brauchen. Im Sommer wird Scotty gerne auch mal bis 500 Grad heiß und im Winter schaffen wir so in etwa 300 Grad und jetzt sollte er eigentlich zusammengehen. Als Rost haben wir 3 mm dicken Edelstahl, der ist am Markt so auch nicht zu finden und Scotty ist hier in seiner praktischen Plantasche, die gleichzeitig auch ein Untersatz ist, wenn wir auf einem schicken Untergrund grillen, wie zum Beispiel auf einem Terrassentisch, können wir Scotty als Tischraclette benutzen. Und der Fleischsaft würde in dem Moment auf die Tasche drauflaufen. Die können wir im Nachhinein ohne Probleme wiederum abwaschen. Und betrieben wird Scotty mit einer handelsüblichen UNEV-Gewinde-Gaskartusche. Die gibt es im freien Handel überall. Was hier auch sehr wichtig ist, sollte man Scotty wirklich zum Reisen auch verwenden, können wir diese Gaskartuschen auch überwiegend auf der gesamten, vorwiegend westlichen Welt, aber auch in ganz vielen anderen Ländern ohne Probleme bekommen.
Wir machen Scotty mal an. Scotty hat keinen Piazzo-Anzünder. Das ist meiner Meinung nach immer das Erste, was beim Gasgrill kaputt geht. Und dann bekommt man den Gasgrill nicht mehr sauber an. Wir haben dabei direkt darauf verzichtet. Man braucht ein handelsübliches Feuerzeug. Lässt das Gas an. Scotty läuft. Scotty ist jetzt schon in Betriebstemperatur, das heißt, wir können sofort anfangen. Wir werden jetzt hier demonstrativ einfach mal ein kleines Filetsteak und ein kleines Zucchini für die Vegetarier durchgrillen und im Anschluss auch verkosten. Zur Nachhaltigkeit ist Scotty halt auch noch sehr, sehr cool, weil er, ja, ich gehe letztendlich auf die Wiese. Jeder kennt die Bilder, wie es aussieht im Sommer. Die Mülleimer sind komplett überfüllt, die Feuerwehr rückt permanent aus und löscht die Kohle. Die Wiese ist komplett verbrannt. Scotty hat jetzt in etwa 300, 350 Grad. Wir können die Hand hier unterlegen. Insofern werden wir keinen Grashalm schädigen und diesen Grill nach wirklich vererben. Er ist aus dickem Edelstahl und sollte für alle Eventualitäten, für den geübten Outdoor-Mensch, aber auch für den Student, für die Familie, die einfach mal kurz Bock hat, eine Wurst am Rhein oder sonst wo zu grillen, ist der ideal. Im Abschluss ist es tatsächlich auch so, dass Scotty keine Falz hat. Wir können ihn reinigen mit dem Akkupad oder wie auch immer. Er ist in 2 bis 3 Minuten wirklich richtig schön sauber. Und im Notfall können wir ihn natürlich auch komplett in die Spülmaschine stellen, weil 100% Edelstahl. So, Christian, du hast noch einen zweiten dabei, ne? Ich habe noch einen zweiten dabei. Eine Sache möchte ich noch loswerden, wenn man den mal verschenken möchte. Wir haben hier noch mal die Option, dass man Scotty auch individualisieren kann. Er hält ein Leben lang. Und so könnte man ihn eben zum Beispiel gravieren lassen und ein sehr, sehr individuelles Geschenk an den Mann bringen oder an die Frau. Also ich finde gut, dass wir heute so viel zu essen hier haben. Und wenn ihr wollt, wollt ihr mal aufbauen? Dann würden wir echt mal gucken. Du hast eigentlich alles, das ist ja selbsterklärend. Absolut. Guten Tag. Hallo, grüß dich, Christian. Hi. Moin. Hi, Lea. Hi. Christian, hi, Lea. Hallo. Grüß dich. Meine Güte, was für ein Händler. Hi, servus. So. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ihr mal versucht, den zusammenzubauen. Ich habe hier mal 9 Teile liegen. Würde euch tatsächlich auch dabei helfen. So, dann bau doch mal auf. Aufbauen ist gar nicht so wichtig, Joko, oder? Ja. Also wir werden das gleich in Grill, Medium machen. Bau doch mal zusammen. Hier denkt doch bitte dran, dass hier der erste Bauschritt ist dieses Dreieck. Und dazu brauchen wir das große Seitenteil, was auch ein Dreieck hat. Das hast du in der Hand, Sophie, genau. Schau mal her. Und dann bist du wirklich auch mit ein paar Bierchen vorweg in der Lage, ab sofort das Ding sauber und gut zusammenzubringen. Der Herr Moog wird die Frage gleich stellen. Was kostet das? Der Grill ist bereits im Handel und hat einen UVP von 159 Euro. Ach, und ein lebenslange... Was machen wir das? Ich fand gerade den Gedanken, den du hattest, dass diese Parks, die dann voll sind im Sommer mit diesen Diese Einweggrills ist halt wirklich... Er hat auch die gleiche Größe. Der ist natürlich dann mal das Armut. Ah ja, da kann ich ja auf 160 Euro, wenn ich gut rechne, kann ich mir 1000 Grills von kaufen. Vielleicht anders? Ja gut, aber die wirfst du immer weg und das Ding hast du ein Leben lang und er grillt natürlich deutlich besser. Meinst du so? Guck mal, der muss da rein. 100%, aber das ist natürlich schon ein stolzer Preis. So, sag mal, was ist hier los? Die Hälfte muss man sagen. Wie sieht's aus bei euch? Nein, noch nicht. Also eine Minute ist optimistisch. Kannst du hier den Teil dann nochmal Okay, also ich zeige euch einmal ganz kurz genau. Schau mal, erstmal haben wir vorne die Nasen und dann ist natürlich so, dass es so natürlich irgendwie nicht funktionieren kann. Wir haben das einfach nur falsch rumgegangen. Ja. Nee, einfach andersrum. So, aber wenn kann man das vielleicht nummerieren? Wir hatten da tatsächlich auch eine Gebrauchsanweisung beigelegt, die natürlich von genau 1% der Kundschaft gelesen wird. Aber jetzt wäre es eben soweit, genau. Und kann man den da wieder drauf, ne? Hier haben wir dann die ganzen Bauteile, hier haben wir das Abschreibblech und jetzt würde man, das Brennerrohr ist ja jetzt fixiert, das kannst du einsammeln. Dankeschön. Guck mal, die Zucchini, Joko, ob die noch am Leben ist. Die Zucchini ist super. Nee, fang ganz oben an, pass auf. Wir holen das oben, sammeln wir das ein. So. Ups, hier mal raus. Und dann gehen wir schön miteinander gemeinsam in diese Fugen rein. Und dann erst ist der Grill halb zusammengebaut. Das würde jetzt alles zusammenfallen. Und das wäre natürlich nicht so gut bei einem Gasgrill, wenn der irgendwie nach einem Fußball Gasdüse jodelnd über die Wiese fliegt. Deswegen haben wir hier eine lange Nase dran. Und wenn du jetzt hier siehst, ist der Grill komplett verriegelt. 1A und wirklich auch stabil. Kann was. 1A. Bist du fertig? Ah, geil. Ich habe auch Salz und Pfeffer mit. Lass mal...
Kannst du mal noch ein paar Scheiben abschneiden? Ja, schön. Hm? Ja, oh, sehr gut. Ich mache euch jetzt ein paar Stripes, Pfeffer und salze euch das auch noch mal kräftig. Und da ist der fertige Grill. Es gibt wirklich nichts Vergleichbares. Ich liebe dieses Teil und es kann jedem wirklich so sehr ans Herz legen. Danke dir. Warte mal. Es ist ohne Frage ein Wahnsinnsprodukt. Es ist super praktisch. So, schau mal. Zucchini hat kein Interesse, ne? Wir haben uns vorher Sorgen gemacht wegen Vegetarier und so weiter. Ja, aber ich bin Vegetarier. Ja gut, dann ess doch mal auch Zucchini. Also auch Vegetarier. Du siehst auch wirklich die Kraft des Grills. Das heißt, das Abschreibblech sofort am Glühen. Wir sind hier wirklich im Schmiedebereich. Aber kann ich das dann, weil das ist ja super heiß jetzt, wie lange dauert das, bis ich das wieder in meinen Rucksack packen kann? Das ist eine sehr gute Frage. Auch das ist super bei Scotty. Edelstahl kann wirklich keine Hitze speichern, sondern nur leiten. Bei 40 Grad Außentemperatur den Grill wirklich auf maximale Leistung knapp 500 Grad hochgetrieben, bist du nach 20 Minuten verpackt. 20 Minuten. Nein. Ja gut, Minuten. In der Zeit isst man ja dann. Absolut. Ja. Vielen Dank, Chris. Ja, gut. Dankeschön. Ja, echt super. Dankeschön. Danke.